Many people I know, viele Menschen, die ich kenne, would like to come into a state of such harmony within. Würden zum Stand der Harmonie in sich selber kommen, that not only can they stop the aging process, so dass sie nicht nur den Alterungsprozess stoppen können, but they can reverse the aging process, sondern ihn sogar rückwärts gehen machen können, and create a biological age, und ein biologisches Alter herstellen that können, is very young, so dass sie sehr jung werden. Some people love this. Manche Menschen mögen das sehr. I was in Russia last year and I think I shared this when I was here afterwards. Sie war in Russland und kam daher und hat das schon einmal davon geredet. And I met a woman who was 68, nearly 70. Sie hat eine Frau dort getroffen, die fast 70 war. And she had a very interesting experience in her life. Sie hat eine sehr interessante Erfahrung gemacht in when ihrem she Leben. Was 45 years old, her son was killed in a car crash. Als sie 45 war, ist ihr Sohn in einem Autounfall gestorben. And it literally broke her heart. Es hat buchstäblich ihr Herz she came gebrochen. Into such a state of grief. Sie ist in einen solchen Trauerzustand and gefallen. She didn't know what to do, sie wusste nicht, was tun, to heal herself. Um sich selbst zu heilen. All she could do was pray. Alles, was sie tun konnte, ist beten. And so she prayed and she prayed and she prayed. Also hat sie gebetet und gebetet und gebetet. And she prayed to the Christ because she loved the energy of the Christ. Also sie hat zu Christus gebetet, weil sie einen sehr starken Bezug zu dieser Energie hatte. And over a year, a period of 20 years of prayer, und nach einer Zeit von 20 Jahren Betens, she developed an incredible energy of devotion, a heart flow of love between her and the Christ. Hat sie einen unglaublichen Zustand der Hingabe und des Liebesflusses zwischen ihr und dem Christus erreicht. So much love that it recalibrated her whole body. So viel Liebe, dass ihr ganzer Körper rekalibriert wurde. Brought her into a beautiful energy field. Und hat sie in ein wunderschönes Energiefeld versetzt. And one day through her prayers, und eines Tages durch ihre Gebete, the Christ said to her, hat Christus zu ihr gesagt, now that you love me so much, jetzt wo du mich so sehr liebst, let me love you. Lass mich dich lieben. Really nourish you. Und dich ernähren. And she took that to mean that she could stop eating. Und sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich muss nicht essen. She'd never heard of my work or the research we've been doing in this field of nourishment. Sie hatte noch nie von mir gehört und meine Arbeit in Bezug auf Nahrung. But she was a woman of great faith and trust. Aber sie war eine Frau von großem Glauben. So immediately she just stopped eating. Sie hat sofort aufgehört zu essen. Within a month, this inner voice said, this voice she felt was the Christ. Innerhalb eines Monats hat sie eine Stimme gehört. Sie dachte, es sei die Stimme Christus. Said, now let me give you your fluid. Und diese Stimme hat gesagt, jetzt gebe ich dir die Flüssigkeit. So she stopped drinking. Sie hat aufgehört zu trinken. Just like that. Nur so. No problem in the body. Keine Probleme im Körper. And so when I met her for 3 years. Ich habe sie 3 Jahre lang getroffen. She hadn't eaten or drunk anything. Sie hatte nichts gegessen während dieser Zeit und auch nicht getrunken. The Russian doctors were fascinated. Die russischen Ärzte waren fasziniert. How was this possible? Wie ist denn sowas möglich? What model did she use to achieve this? Welches Modell hat sie denn benutzt, um das zu erreichen? Now her model is not a good model. Ihr Modell ist kein gutes Modell. You know, you don't want to lose a child in a car accident. Ihr wollt doch nicht unbedingt ein Kind verlieren in einem Autounfall. To come into such a state of deep surrender and prayer and devotion that these sort of freedoms come. Um den Zustand zu erreichen, den sie erreicht hat, nämlich die innere Freiheit und Hingabe. When the doctors have been working with her, they've now found. Als die Ärzte mit ihr gearbeitet haben, haben sie gefunden, that her biological age is about 30. Dass ihr biologisches Alter ungefähr 30 ist. The way her energy flows inside of her, she's getting younger and younger and healthier and healthier. So wie die Energie in ihr fließt, wird sie jünger und jünger und gesünder und gesünder. She hasn't been doing any reprogramming of her glands, which is generally part of this process. Wenn man die Arbeit von der Chesmo hin macht, dann tut man seine inneren Organe neu programmieren. Things, aber das hat diese Frau nicht gemacht. Things we'll look at tomorrow. Das werden wir morgen anschauen. She just came into an energy of love and devotion. Sie kam einfach in die Energie der Hingabe und der Liebe. And because there was so much love, und weil sie so viel Liebe empfunden hat. And so much devotion here. Und so viel Hingabe da. It's just changed the whole way her system is operating.
hat es ihr ganzes System, wie es funktioniert, verändert. She loves these freedoms. Sie liebt diese Freiheiten natürlich. So there are people, es gibt Menschen, who because of this level of love and inner harmony, die wegen diesem Zustand der Liebe und Harmonie have not only stopped the aging process, haben nicht nur den Altersprozess gestoppt, but are getting younger, aber sie werden jünger and stronger, und stärker and healthier, und gesünder and happier, und glücklicher and more fulfilled on all levels, und viel erfüllter auf allen Ebenen. So one of the freedoms is the stopping the aging process and getting younger and healthier. Also eine dieser Freiheiten heißt, den Alterungsprozess zu stoppen und jünger zu werden. Another of the freedoms, eine andere Freiheit, that some people like, den manche mögen, is the freedom to choose whether they want to take food, physical food or not. Ist die Freiheit zu entscheiden, ob sie physische Nahrung wollen oder to nicht. Come into a state of harmony inside, und in einen Zustand der inneren Harmonie zu kommen, that they don't need food for nourishment, wo sie kein Essen brauchen, um sich zu nähren. But they might eat a meal once a month or once a week just because it tastes delicious. Aber vielleicht wollen sie einmal im Monat essen, einfach weil es toll schmeckt. And yet their body at the same time, aber im gleichen Moment ist ihr Körper, knows how to synthesize this energy of love, der Körper weiß, wie man diese Energie der Liebe synthetisiert. To absorb all the vitamins, all the minerals, everything it needs to keep the body in a state of regeneration and health. Und sich alle Mineralien und Vitamine zu besorgen, die man braucht, um gesund zu bleiben. How many of you would like that freedom? Wie viele von euch möchten diese Freiheit? Some people think, yep, I'd like the choice. Manche denken sie ja, ich möchte wenigstens die Wahl haben. What about the choice like the yogis? Wie wäre es mit der Wahl der Yogis? To sit down and go on cosmic holidays. Hinzusitzen und auf einen kosmischen Urlaub zu gehen. Totally free. Total frei. Doesn't cost you any airfare. Kostet kein Flugbillett. You can just go exploring other dimensions and realms, hanging out with the holy ones perhaps. Man könnte andere Reiche besuchen, die Heiligen vielleicht besuchen. How many of you like that sort of freedom? Wie viele von euch hätten gern diese Wahl der Freiheit? Yeah, I know. Ja, ich weiß. What about the freedom to no longer take liquid, for example? Wie wäre es mit der Freiheit, nicht mal Flüssigkeit zu brauchen? If there's water, you can drink it. If there's not, it doesn't matter. Wenn es Wasser gibt, könnt ihr es trinken. Wenn es keines gibt, dann ist es auch wurscht. How many of you like these freedoms? Wie viele möchten diese Freiheit? Yeah. So there are many different freedoms that this law of love will deliver as it flows through you. Wenn das Gesetz der Liebe durch euch fließt, bringt es alle diese verschiedenen Freiheiten. Freedom from being restricted by time. Auch die Freiheit, von der Zeit gebunden zu sein. How many of you would like to move out of being constrained in any way by time? Wie viele hätten das gern, dass sie nicht dauernd eingebunden werden von dieser Zeit? It's a wonderful freedom. Das ist eine wunderbare Freiheit. Learning how to work alchemically with time. Zu lernen, wie man chemisch mit der Zeit arbeitet. So you move beyond constraints of time. Alchemisch, yeah. Damit man nicht von der Zeit gebunden wird. So you're not restricted by linear time and sequential time. Damit wir nicht gebunden sind von der linearen und sequentiellen Zeit. So tomorrow during our workshop, also morgen während diesem Workshop, we'll find out what you've actually been pre-programmed to do. Werden wir herausfinden, wo unsere Programmierungen sind. Because many of you are part of this new wave of human evolution, freedom from the restriction of human limitation. Viele von euch sind schon auf diesem Programm, sich zu befreien von diesen Gefängnissen. But I call these sorts of freedom superficial. Diese Art Freiheiten nenne ich oberflächlich. Because on one level they're just like kindergarten gifts. Auf einer Art sind sie nur Kindergartengeschenke. You know, really, when a human system is in harmony, denn wenn ein menschliches System in Harmonie ist, on all levels, auf allen Ebenen, when the love of the divine one that breathes us is really flowing through us, wenn die Liebe des Göttlichen wirklich durch uns hindurchfließt, then these sorts of freedoms are such tiny, tiny, tiny little gifts. Dann sind diese Arten von Freiheit nur ganz kleine Geschenke. I mean, does it really matter if people eat or drink or grow old or any of that? No. Ist es denn wirklich wichtig, ob Menschen essen oder alt werden oder was auch immer?